Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich in die neue Energie hinein. Neuer Tag, neue Welle sozusagen. Schau mal, ob du hier in Resonanz gehen kannst, ob sich irgendwie toucht, irgendwie berührt. Wenn nicht, dann gibt es morgen schon wieder eine neue Energie. Und manchmal wirkt die von gestern auch heute und die von heute auch morgen und. Energie verändert sich ständig und ich habe eher immer so das Gefühl, das ist so ein fließender Übergang ineinander. Jeder ist vielleicht an einer anderen Stelle gerade unterwegs. Ne? Also man fließt so mit. Der eine, das ist wie so ein Fluss, wo so ganz viele Bootchen drauf sind. Und das eine Bootchen ist schon vorne in der Abbiegung links. Ne? Und das andere kommt erst da hinten angeschippert. Und es ist aber immer die gleiche Welle. Und die Zeit spielt überhaupt gar keine Rolle. Auch nicht die Tageszeit. Dein Tag beginnt jetzt. Ich nenne es zwar Tagesenergie, aber der Tag hat in jedem Moment 24 Stunden. Also es ist ja nun mal einfach so. Es sind genauso gut 24 Stunden von jetzt bis morgen um die Zeit. Ne? Also von daher spielt es keine Rolle. Schauen wir mal und wir beginnen wieder unten mit den Lenny-Karten im Irdischen. Ne? Also rein weltlich drauf geklotzt. Was ist denn heute so los? Lenny-Karten bei Ciro Marchetti. Grundsätzlich findet ihr alle verwendeten Kartendecks in der Infobox. Ups, aber was war denn das jetzt? Nicht aufgepasst. Sie hat nicht aufgepasst. So, jetzt aber. Grundsätzlich findet ihr alle verwendeten Kartendecks in der Infobox. Und da ist auch ein Link auf den jeweiligen Verlag. Und alle Karten, die ich verwende, das will auch erwähnt sein, die sind erwerblich. Die kann man tatsächlich kaufen, die gibt es auch noch. Also so gesehen jetzt nichts dabei, was es nicht mehr gibt, was ganz außergewöhnlich ist, weil ich da auch oft gefragt werde. Hier ist es Mutter Anna, wenn ihr wüsstet. Oh, wenn ihr wüsstet, was hier sind krasse Karten gefallen, aber die mische ich jetzt nochmal. Ich kann mir schon eins schmunzeln. Junge, 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 Junge. Da bin ich mal gespannt, um wen es da geht. Ne? Ich verrate euch schon mal, der Gegenüber ist gefallen, der Herr ist dabei und so ist unsere Reihenfolge. Es beginnt mit der Transformation. Und dann haben wir die Schlange. Die Schlange und den Sarg. Und die Masken. Und die Sense. Und last but not least, die liegt bei ihm im Kreuz. Ne? Also allein dieser Anblick. Der spricht ja Bände. Ne? Yes, ist nee. Von hinten eiskalt. Erwischt von Hänge in die Kalkich sozusagen. Von hinten in die kalte Küche. Es muss jetzt einfach mal raus. Also den trifft es heute, also jemanden. Ne? Es ist ja so, in so einer Kartenlegung, die ich mache, wie die meisten von euch wissen, der Zuschauer ist immer die Dame. Wir sind immer die Energie der Dame. Also auch wenn du männlich bist, liegst du in der Energie der Dame drin. Es sei denn, du spürst es tatsächlich genau andersrum. Also wenn es so wäre, ne, dann wirst du es mitkriegen, wenn du der Herr bist. Und die männliche Hauptperson ist immer das Gegenüber. Und jetzt ist es ja so, bei den Tagesenergien geht es ja jetzt nicht unbedingt um die Liebe. Es kann natürlich um die Liebe gehen, es kann aber auch um alles andere gehen. Das heißt, das ist eine andere Person, die rein theoretisch jetzt auch weiblich sein kann. Das ist eine Gegenüberenergie, also der oder die andere. Und er oder sie hat hier eine Sense im Rücken. Und viele von euch werden sagen, das ist mein Gegenüber. Und zwar kann es sein, dass hier diese Person eine Enttäuschung erlebt. Und zwar eine herbe Enttäuschung. Es sieht aus, als ob hier eine weitere Person, die Schlange kann jetzt eine dritte Person sein, ihr wahres Gesicht zeigt. Ne? Die die ganze Zeit sich verstellt hat. Wir haben hier aber das Ende der Maske auch. Ne? Wir haben hier auch, also es kommt bei mir wirklich als eine, ja, so eine Art, wie eine Leiche im Keller. Ne? Also es stinkt zum Himmel, ne? Mit dem Sarg, der Schlange und der Maske, weil diese Person liegt ja hier ihm im Rücken mit einer Sense. Ne? Oder ich habe hier gelesen, es ist eine Sichel. Ja? Also das ist in diesem Deck eine Sichel, hat aber die gleiche Bedeutung. Ja? Da wird halt hier gesichelt und nicht gesenzt. Aber es ist im Endeffekt das gleiche Ergebnis. Wenn du das Teil im Kreuz hängen hast, tut's weh. Das Ding ist ja, er ahnt nichts davon. Er hätte es nie gedacht. Ne? Und sie verstellt sich hier gut. Also in dem Fall ist die Maske tatsächlich so, dieses nicht zeigen, wie man ist.
Aber mit dem Sarg, in dem Zusammenhang, führt sie hier nichts Gutes im Schilde. Also es ist eine dunkle Energie, eine verweste Energie, eine nasige Energie, also eine Bläh, ne? Und der Sarg steht ja auch für einen heftigen Schreck. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Der steht also nicht nur für Transformation und Juhu, ne? Sondern auch für einen heftigen Schreck. Und ich habe das Gefühl, hier wartet auf ihn eine böse Überraschung, von der er nichts ahnt. Er guckt in eine völlig andere Richtung. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so stehen, weil wir wollen mal wissen, was im Tarot drüber liegt. Also das sind mal Karten. Yes, das ist Madonna. Also ich hoffe wirklich, das seid nicht ihr selbst, nur dass ihr dann erkennt, ich war der Herr. Und ich bin heute so enttäuscht worden, das kann ganz, also so ein Schmerz sein, den das Verhalten eines anderen Menschen in euch auslöst. Also ich hoffe wirklich, das seid nicht ihr. Eigentlich wünsche ich es keinem, ne? Weil wenn man so einen Rücken gefallen kriegt, das ist immer übel. Aber auch sehr aussagestark, ne? Wir schauen jetzt mal, was im Tarot drüber liegt. Ich nehme jetzt den Traumerbe-Tarot von Ciro Marchetti bei Arun Verlag. Und das ist ja brandneu. Ich muss aber hier mal ein bisschen rüberräumen. Ne? Das ist ein brandneues Deck. Ich muss das erstmal ein bisschen einlegen. Aber die Karten sind gut biegsam. Das ist schon mal, das ist gut. Also die kann man gut mischen. So. Was sagt denn Tarot zu dem irdischen Geschehen? Was steht denn da für eine Kraft drüber? 1, 2, 3, 4. So, 5. Hier ist es, nee. Also, jetzt nehmen wir mal drei nach. Dann haben wir den Gehängten. Die 5 der Schwerter, wie passend, das Ass der Kelche. Den Ritter der Kelche. Und den Pagen der Kelche. Also, was würden Sie das jetzt sagen? Hier kommt ja eine Umkehr. Würde passen zu die Umkehr in dem Fall, hier zeigt sich etwas, wie es wirklich ist. Ziemlich plötzlich, unverhofft und von hinten sozusagen. Ne? Ups, yes, habt ihr das gesehen? Es gibt keine Zufälle. Als ob die Person hier zappelt. Also es ist mir jetzt richtig so hier so vor mich gefallen. Und in dem Deck, ne, habe ich immer, ich habe es immer wirklich verkehrt rum. Immer, also eigentlich richtig rum. Aber hier hängt was in den Seilen. Da kommt mir jetzt tatsächlich so eine Energie, die sich abseilt. Ne? Also ich muss ganz wirklich sagen, in dem Zusammenhang ist es eine sehr merkwürdige Energie. Hier hängt was in den Seilen, vielleicht hängt hier auch etwas in der Luft. Kann bedeuten, hier steht was dazwischen und zwar eine dunkle Kraft. Die ist da, aber war vielleicht bisher nicht erkannt. Dann haben wir hier die 5 der Schwerter, das ist richtig krass, das ist ja der verlorene Krieg, die Zahl 60. Also hier haben wir auch die Person in front of, hier gibt es Verletzungen. Ne? Und die 5 der Schwerter, das ist ja, also das ist in Tarot eine ziemlich üble Energie, wenn die nicht gelöst ist. Wenn die gelöst ist, ist die wiederum gut, ne? Aber ungelöst ist hier eine Kampfenergie auf dem Tisch sozusagen und es kann hier nur Verlierer geben. Also selbst der vermeintliche Gewinner ist auch ein Verlierer, weil hier wird mit dunklen, schmerzhaften und verletzenden Energien gearbeitet. Hier wird das Schwert erhoben, hier wird also nicht davor zurückgeschreckt zu sicheln. Ne? Hier wird gesichelt und zwar aus dem Hinterhalt. Das sagt die untere Reihe ganz deutlich. Ja, was wird verletzt? Die breite Palette der Gefühle. Ne? Also es kann sein, dass diese Person, die hoffentlich nicht du bist, ich kann es nochmal dazu sagen, weil gut, ich kann es natürlich auch nicht ändern. Ne? Wenn du das bist, dann kannst du vielleicht besser damit umgehen. Aber diese Person, die hatte hier viele Gefühle oder vielleicht auch ehrliche Gefühle oder vielleicht mit den Masken hat sie sich also auch was vorgemacht. Sie wollte vielleicht so glücklich sein. Ja, sie wollte vielleicht vor lauter Gefühl überfließen. Das ist eine Person, die im Endeffekt nur die Liebe sucht. Ja, weil mit dem Ass der Kelche ist diese Chance da, die Chance auf Liebe. Vielleicht hat die Person das bei dieser Person gesucht. Ne? Im Endeffekt will er hier, ne, jener hier, dass alles gut ist, dass die Gefühle fließen, Gefühle im Überfluss. Sehnt sich vielleicht auch nach dem Ritter der Kelche mit Verliebtheit, gute Laune, Fröhlichkeit. Das Schöne einfach, ja, das schöne Gefühl der Liebe. Und Page der Kelche steht ja für Wasser auf die Mühlen, hat hier auch alles dazu getan, vielleicht um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Ne? Also das ist möglich, ne? Dass das eigentlich
das Ziel war von ihm. Und jetzt wird er bitte enttäuscht. Weil auch in der Tarot-Reihe liegen diese drei Karten, die sehr positiv sind, voller Gefühl, voller Liebe, die Liebe selbst auf der rechten Seite. Und hier kommt auch im Rücken dieser drei Karten diese Kampfenergie. Ne? Das ist schon echt heftig. Also im Ganzen sieht es dann so aus. Und diese Umkehr, ne? Also dieses in den Seilen hängen, das ist, als ob da schon länger, kommt bei mir so rein, eine Gefahr lauert. Ja? Die hängt da schon die ganze Zeit so rum und wartet im Endeffekt auf den passenden Moment, um da, so wäre es hier, die wartet auf den passenden Moment, um sich vielleicht so zu zeigen, wie sie ist, ne, mit den Masken. Also hier fällt eine Maske, hier ist eine Energie der Enttäuschung, die da heute drin liegt. Auch in dem enttäuscht werden, was man sich erhofft und ersehnt hat. Ne, diese ganze Palette hier an Gefühlen. Ja, hier ist man vielleicht auch wirklich aufeinander zugegangen, ne, diese liebevollen Impulse. Und was soll ich sagen? Das geht halt hier volle Lotte in die Binsen, gell? Mit einem Schmerz einher. Ja, das ist schon echt heftig. Das muss ich hier gerade nochmal sortieren. Also, das ist echt krass. Ja, da fehlen mir auch gerade so ein bisschen die Worte, ne? Deswegen ziehen wir jetzt eine nächste Karte. Und zwar die Engel und Ahnen. Die sind dann ja immer ganz oben. 11:33, habt ihr gesehen? Ich habe es gerade gesehen. So, die Engel und Ahnen, was sagen die denn dazu? Haben die schon geahnt, sozusagen? es ist ja auch so, ne? Nichts geschieht umsonst. Das heißt, auch diese Erfahrung ist wichtig. Das darf man nicht vergessen. Energie ganz oben. Ganz, ganz oben. Oh, der Sommer. Das ist ja Bade in Freude und Licht. Das ist ja schon fast ein bisschen ironisch. Also da muss ich ja jetzt sagen, hier da oben soll das jetzt ein Witz sein oder wie. Ne? Es ist aber vielleicht einfach ein Zeichen von, auch wenn es jetzt wehtut, ja, hinter diesem Schatten steht ein Licht. Weil ihr wisst ja und ihr kennt das ja alle, jede Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Und hier liegt diesmal tatsächlich eine Täuschung drin. Ne? Hier liegt tatsächlich eine Täuschung drin und hier haben wir auch das Ende. Ne? Hier zeigt jemand sein wahres Gesicht im Endeffekt. Und dann habe ich auch gestern erst davon erzählt. Kannst du jede Geschichte positiv oder negativ sehen? Weil diese Person hier, die ist definitiv in einer Illusion. Die macht sich was vor. Die wünscht sich all das hier. Ne? Den Pagen der Kelche, den Ritter und das Ass der Kelche. Die wünscht sich hier einfach nur in die Liebe zu gehen oder geliebt zu werden. Zu lieben und geliebt zu werden ist das größte Glück auf Erden, ja. Und hat halt hier im Endeffekt aufs falsche Pferd gesetzt, ne. Hat sich was vorgemacht. Und jetzt passiert natürlich das hier, ne. Es wird gesenzt und gesichelt. Und ja, jetzt liegt hier oben drüber, ne, das Bienchen der Geistwelt und sagt, bade in Licht und Freude. So in dem Motto, sei froh, dass diese Show beendet ist, ne, weil es war eine Show. Also das ist schon echt heftig. Und die Biene, ne, die sammelt ja, die sammelt halt auch Erfahrungen. Es ist eine Erfahrung, die man sammeln durfte und wo man halt jetzt bestenfalls daraus lernen kann. Ja, schauen wir nochmal auf die Tagesrune. Welche Rune liegt auf dieser Energie? Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Genauso soll es sein und werden. Welche Runenenergie liegt auf dieser Energie? Es waren zu viele. Ich habe aber trotzdem... Oh, ja. Es kann sein, dass in dem Moment erstmal so eine Eiszeit kommt. Ne? Da steht die Welt still mit der Isa. Man kann aber auch im Zeichen der Isa die Dinge erkennen. Weil alles, was auf Eis gelegt ist, kannst du plötzlich sehen. Während es als Wasser an dir vorbeirauscht, ein wildes Wasser, das ist auch eine Energie, die du nicht, die du vielleicht nicht zuordnen kannst, weil das wilde Wasser so schnell ist, dass kein klares Bild ist. Das heißt ja immer so schön, nur in einem ruhigen Teich spiegeln sich die Sterne. In aufgewühltem Wasser siehst du nichts mehr. Wenn jetzt aber auch etwas auf Eis gelegt ist, dann kannst du es auch anschauen. Dann steht es nämlich still.
Die Isa steht aber auch dafür, dass es hier eine wichtige Erfahrung ist, die dich selbst betrifft oder eben diese Person. Ne? Also für dich ist jetzt wichtig herauszufinden, bin ich das? Bin ich der Herr? Oder ist das jemand, der mir irgendwie nahesteht und diese Kartenlegung zeigt mir das halt ganz einfach, ja, weil ich diesem Menschen verbunden bin. Oder du stellst fest, bin ich hier die Schlange und ich bin verletzend. Auch das muss ich ja in Erwägung ziehen. Das will ich natürlich schon mal nicht hoffen, gell? So, und mit der Isa stellst du fest, es geht hier um dich, beziehungsweise diese Person hier, stellt fest, es geht hier um sie selbst. Und natürlich geht es auch um diese Person selbst, weil sie ist so. Ne? Das Ich. So, auf Eis gelegt. Das ist auch der Moment, wenn sowas passiert, steht erstmal die ganze Welt still. Und dann haben wir hier die Rune, die sich kombiniert hat aus drei Runen, die im Endeffekt auch wieder sagt, es wird sich verändern. Also mit der Rune Naudis, so sieht man es ein bisschen besser, da haben wir hier einen Strich durch die Rechnung, der durchkreuzte Plan. Es hat hier einfach nicht funktioniert, volles Brett auf Liebe zu setzen, ja, mit den drei Kelchkarten. Das ist ein Strich durch die Rechnung, das hätten wir gern gehabt, man hat es nicht gekriegt. Der Strich durch die Rechnung kommt hier auch durch die Sense, die macht auch einen. Ne? Und wir haben ja gelernt, die Naudis ist auch die Verletzung, die dann aber wieder geheilt wird. Wie ein Cut, ein Schnitt in der Haut, der dann mit einem Faden wieder zusammengefügt wird. Die Wunde wird genäht. Ja? Auch das ist eine Naudis-Energie. Die Naudis sagt aber auch, lass los und lass dich fallen. Du fällst nicht tiefer als in Gottes Hände, ne? Weil dein Fall wird abgefedert. Du kommst auf so eine Art Rutschbahn und landest dann mit einem Plumps auf der Erde. Es ist also kein Absturz, sondern du fällst erstmal, du hast den freien Fall und dann kommt der Moment, wo der Fallschirm aufgeht. Und dann schwebst du. Du wirst sanft landen. Ja, und dann haben wir die Rune Jera da drin. Die zeigt auch den Wandel an. Natürlich verändert sich es jetzt erstmal in die pure Wahrheit, ne, weil jemand lässt ja hier die Maske fallen. Das heißt, eine Situation, die scheinbar schön war, verändert sich und da kommt ein großer Wandel rein. Jemand zeigt hier wirklich, wie er ist. Und aber auch dieser Schmerz wird sich wieder wandeln, weil der wird ja geheilt. Und mit der Rune Aiwas haben wir die Rune des Portals, der Eibe. Und die Aiwas verbindet ja die Grenzen. Also das heißt, die macht, wenn irgendwo eine Grenze ist, die Tore auf und die Energie kann fließen. Also es wird eine Begrenzung aufgehoben. Diese Begrenzung war in dem Fall vielleicht hier wirklich in seinem Verstand, weil er hat es anders gewollt, als dann passiert ist. So, und wenn da das Türchen aufgemacht wird, es kommt mir gerade so durch, können Herz und Verstand ineinander überfließen und er wird erkennen, dass sein Herz hier vielleicht ihn in dem Moment dominiert hat, er hat sich hier die Liebe gewünscht und er hätte vielleicht mal einfach das Oberstübchen einschalten sollen, weil er hätte es besser wissen müssen. Na, weil er hat hier, da schließt sich der Kreis, aufs falsche Pferd gesetzt. Das ist mal eine krasse Tagesenergie, ich mache jetzt auch einen Punkt. Tja, manchmal ist ein Punkt eine Liebeserklärung an dich selbst. Also heute ist roter Tassentag, ne, für alle die, die eine haben. Wenn du eine rote Tasse möchtest, ne, da kannst du natürlich gerne schauen. Im Shop gibt es noch welche. Wir haben grundsätzlich nicht mehr so viele Tassen da. Die weiße wird nochmal erwartet. Die rote ist noch teilweise da und auch noch ein paar von den neuen schwarzen mit Gravur. Ich will es nur mal so anmerken. Wenn sie weg sind, sind sie weg, weil die Tassen, das ist immer ein Mordsufriss für uns. Ne? Also, tja, es ist ein Tja-Tag. Ich wünsche euch einen charmanten Tja-Tag und hoffe ganz einfach, dass ihr hier da sitzt, ne, und ja, das Ganze halt beobachtet. Aber ja, tut einem fast schon ein bisschen im Herzlein weh, gell? Aber gut, immer schön im Mitgefühl bleiben, nicht mitleiden. So, Schatzis, dann würde ich sagen, ich schneide noch mal rein mit einem Dachgezwitscher. Dicken Kuss, bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.